Was ist los? Araba, Walla, ich respektiere dich, ich liebe dich, Wallace, du weißt, Ich liebe bis dich auch, jetzt, Bruder. bevor ich bei TikTok kam, kam kein Wort mit Araba, Abi. Abi-Wort gab es nicht, ne? Für dich gegmişim, Bruder, aber diesen Gott veren, ich sikmez sen Gott. Valla, nein. Engel, wenn wir Der reden. Osman gestern mein Vater, schau mal, was mein Vater Warte, mit mir warte, warte. gemacht hat. Wenn wir reden, wir sagen kein Ausdruck hier. Haben wir abgemacht, oder? Araba, da bist du älter, wenn du sagst, alles. Alles okay. Jetzt erstens. Erstens. Zweitens, Bruder. Du sollst angeblich seine Frau beleidigt haben, stimmt's? Sowas macht man nicht. Sowas macht man absolut nicht. Mutter, Frau Stimmt. ist ganz ehrlich beiseite. Essen. Ich weiß, du bist ein. Bevor er meine Mutter beleidigt hat, bevor er meine Mutter beleidigt hat. Er darf auch nicht deine Mutter beleidigen. Egal wer, keiner darf deine Mutter beleidigen. Wir wissen Ich habe alle, mich nur verteidigt und dann ruft er meinen Vater an Bruder, und sagt, dein Sohn geht auf Frauen, wir wissen auf alle, unschuldige Frauen. du bist ein lustiger Typ, du machst hier deinen Spaß. Ja, sehr lustig. Manchmal unter der Gürtellinie. Aber gut, er hat deinen Vater angerufen. Das Stimmt. gebührt doch von Respekt, dass er deinen Vater angerufen hat. Er ist dein Vater. Der sagt zu meinem Vater, deine Frau, dein Sohn beleidigt Kinder und Frauen. Aber das machst du doch hier. Wallahi, Nein, kein Ei. Aber guck mal, ich sage dir ganz ehrlich, mehr Respekt geht doch gar nicht, als er deinen Vater anruft. Er hat dir keine Leute geschickt, er hat deinen Vater angerufen. was für Leute, der kann. Arafat abi, Kein Wallah, Ausdruck. billah, der kann, du, das ist kein Arafat. Es gibt nur ein Arafat abi, das bist du. Der ist nichts. Aber warte mal, warte mal. Ist Aragonte hier drin live? Wir holen ihn rein, wenn er hier live ist. Guck mal bitte, ob er live ist, wenn er live ist. Ihr solltet alle lernen, Bruder. Ich sage dir ganz ehrlich, Humor, alles schon gut. Lasst die Eltern und die Frauen raus. Allgemein, lasst die Eltern und die Frauen raus. Irgendwann wird jemand wirklich tot an der Ecke liegen, weil er irgendeine Mutter oder eine Frau beleidigt hat. Wallah, Muss ich ja. bete jeden Tag, dass ich sterbe. Ich schwöre bei Koran. Warum? Warum betest du, bis du stirbst? Warum? Wallah, Was kein hast du Bock für mehr. Probleme? Wallah, Rede ich mal schwöre bei offen. Gott. Was hast du für Probleme? Was? Was hast du für Probleme? Ich will nicht mehr leben. Warum willst du nicht mehr leben? Weil ich keinen Bock mehr habe mit Ich dieser sag dir warum. TikTok-Show. Ich sag dir warum. Hör auf mit deiner Sauferei und Drogen. Weißt du, Ja, alles. denkst du, das kommt zu, oder was? Natürlich Hä? kommt das dazu. Ballerballer wirst du dadurch. Aber davor, die Vergangenheit, die redet keiner. Bruder, guck mal, du bist dein Glückesschmied. Du selber entscheidest. Du kannst jegliches Buch, jede Seite zumachen und neu anfangen. Immer. Du entscheidest das, niemand anders. Egal wie ich dich von vorn bis hinten beleidige, du entscheidest das. Du kannst jeden Tag eine Seite aufmachen. Jeden Tag kannst du tauber machen. Solange Leute bei TikTok für mich glücklich sind, mehr will ich nicht. Wallah, mehr will ich Aber Bruder, nicht. ich will dir was sagen. Die Leute auf TikTok sollen nicht glücklich sein. Du sollst glücklich sein. Ach, Bro. Was, Bruder? Ganz ehrlich, guck mal, du nennst mich doch großer Bruder, oder? Ja. Darf ich ehrlich zu dir sein? Ja. Weil anscheinend hier die meisten Punkt, Punkt, Punkt sind gar nicht ehrlich zu dir. Schade hin, schade her, Habibi, schade. Schade kommt mit mir live, dass ich einen Follower mehr kriege. Schade dies, schade das. Bruder, sage dir ganz ehrlich, dein Leben ist ein Wrack. Hör auf, Drogen zu nehmen. Hör auf, Alkohol zu nehmen. Komm wieder klar in den Kopf. Ist normal, deine Birne, Ich du habe kennst doch, nicht was mein ich meine. Leben drungen an. Richter, der macht euch Spaß, Richter. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ich meine das ja nicht mal böse. Ich meine das ja gut. Hat dir jemand, einer möchte gerne deine Freundin. Redet einer so mit dir? Anstatt, oder schade hier, schade da. Bruder, was soll der Scheiß? Wirklich, wie alt bist du, Bruder, jetzt? Sehr mäßig. Bruder, 33. Du Ja. musst eine Maschine sein mit 33. Bruder, wenn dein eigener Bruder dich jeden Tag schlägt, das sind du. Egal, scheiß drauf, ja. Warte, Ich will kein Buch aufmachen, hör scheiß zu, drauf. nein, nein, ich rede. Warum hast du dich gefragt, warum dein Bruder dich jeden Tag schlägt? Ja? Warum? Weil er damals drogensüchtig war? Damals, jetzt? Weil jetzt ist okay, ja? Also schlägt er dich nicht. Weißt du, was du jetzt machst? Du schlägst dich selber, indem du undercover gerade wieder Alkohol getrunken hast, wieder gute Laune hast.
Letztens, ich habe dich gesehen, ich will nicht reden. Du weißt, ich rede nicht. Egal, was ich dir sehe, ich rede nicht. Schade. Der ist hängen geblieben. Jetzt muss. Na, hey, Arawadabe. Bruder, schade. Walla, walla. Arawadabe. Wenn du so weitermachst. Ich habe zwei Brüder, schau ich. Zwei Brüder. Der ältere Bruder von mir wurde abgeschoben, der ältere Bruder. Okay? Der ist in der Türkei. Und mein älterer Bruder damals sich schlägt und sagt, du musst das und das besorgen und du wirst jeder automatisch ohne Selam Grund. aleyküm. Selam. Egal, Leute, ich mache ein Buch. Das ist nur der Anfang. Ich mache Bruder, nicht so. was Aber denn wenn dein wo? älterer Bruder, schau, ich Ich habe glaube, Arafat, ich weißt du habe vier was? Geschwister und Ich will zwei dir was, Brüder. ich will dir was sagen, Bruder. Du solltest Ja. schneller aufhören, bevor man über dich schreibt. Weil du landest schneller Inshallah, unter inshallah. der Erde, als du gucken kannst. Vallahi billahi, ich schwöre dir, ich wünsche mir das jeden Tag, ich schwöre dir, ich schwöre dir, wenn dein älterer Bruder jeden Tag dich schlägt und sagt, du musst das und das besorgen, so bring dich und deine Mutter um. Bruder, ich wollte nicht mal hier Dann nimm niederlassen, deine ich wollte nicht mal Mutter. krass gehen. Wenn dein Bruder dich jeden Tag, dein älterer Bruder, jeden Tag schlägt in der Küche dich erwürgt, jeden gottverdammten Tag und sagt, du musst mir das besorgen, sonst, egal, scheiß drauf. Ich kann das verstehen, aber trotzdem, Bruder, das war früher, hast du gesagt. Wallah, ich meine das ernst. Ich beobachte dich auch in letzter Zeit. Dir geht es jeden Tag von Tag zu Tag schlechter. Du nutzt hier niemanden. Keiner nutzt. Ich wünsche mir das, aber warte mal. Arafat. Warte kurz, warte. Engel, ich hole jetzt arrogante Pate rein. Ja? Arafat, Wir reden mit Anstand, okay, Engel? wenn du sagst. Alles. Arafat. Warte ganz kurz, Nabil. Arrogante, schreib mir mal, dass ich dich annehmen kann. Habibi Nabil, rede. Das Problem bei den Jungen ist, bei Chara ist, das, was ihn zu schaffen macht, ist das, was ihn erwartet, weißt du? Der hat einige private Probleme, die er zu klären hat. Ach, Und du meinst, indem er säuft und Drogen nimmt, wenn die Probleme verfliegen, oder was? das ist seine Intention vom Leben. Natürlich ist das nicht die richtige, also um Gottes Bruder, Willen. wen hat er dann auf seiner Seite zu sagen, hör mal zu, hört auf damit? Jeder will auf Gott seinen ist auf Rachen. meiner Seite. Gott, früher oder später, inshallah, Inshallah. Allah ist auf meiner Seite. Warte Mehr mal. brauche ich nicht. Mahmoud. Du sollst mir schreiben. Schreib mir in meinen Chat, dann kann ich dich annehmen. Verherrlicht. Erstmal, mach mal 100 Lachsmilies, dann sehe ich dich. Weißt du, Bruder, Walla, Walla, Engel. Weißt du was? Du musst, warte, komm, ein Monat zu mir nach Berlin. Bruder, Maschine gehst du. Bruder, Zigarettenverbot gebe ich dir. Inshallah. Inshallah, dann siehst du das Leben ein bisschen anders. Guck mal, was, Trotzdem. der wurde gesperrt aufgrund Suizid. Walla? Ja. Ist der jetzt gesperrt? Ich war also stand bei mir wegen Suizid. Ist nicht dein Ernst. Ja, oder? Und das heißt, aber er hat auch tausend andere Kanäle, oder nicht? Ja, ich denke, ja. Guck mal, das größte Problem bei ihm ist, der hat ja eine offene Bewährung, wo ihn, der ist halt nicht gewiss, was ihn erwartet, weißt du? Und das macht ihn am meisten zu schaffen. Deswegen konsumiert er die ganzen Sachen zu sich. Das ist ein Mit, Quatsch. na ehrlich, Wallah. Der Typ ist gar nicht bei Sinnen. Man muss den mal schnappen und irgendwo mal wirklich an die Hand nehmen. Aber Jeder, wenn oder er kein. der ruft mich des Öfteren am Tage an, ist nur mit Leuten, die koksen, besoffen und keine Ahnung sind. Das Ding ist bei ihm, wenn er nichts zu sich konsumiert, ist er super in Ordnung. Ein sehr, sehr intelligenter Junge. Ja, wow, super in Ordnung. Was ist mit ihm? Arrogante Wallah, ich sehe dich nicht. Pate 45, 45. Ich würde dich doch annehmen. Hat Schade keinen anderen Account? Doch, der hat viele, aber ich weiß nicht, ob die auch gesperrt sind. Warte, ich rufe ihn mal kurz an. Ja, Engel. Ich wurde gerade gesperrt, ohne Grund. Geh mal an, du hast doch etliche andere Accounts. Nimm einen anderen. Du kannst ab 23. 14.12. Wo welcher Datum ist heute? Was für ein Datum heute ist? Ja, sein, danke schön. Der 3.12. Ja, da steht 23.45 kann ich wieder live. Der 12.3. oder? Heute 12.3. dritte Zwölfte ist heute.
Zwölfte, dritte. Dritte, zwölfte, nicht zwölfte, dritte. März ist schon lange vorbei. Dritte. Ich kann erst am 12 Minuten, okay, ich warte auf dich. Ja, danke dir. Ja, das ist klar. In 12 Minuten darf er wieder rein. Aber warum sehe ich nicht Arrogante? Aber hast du ihn als Freund? Na, ich will ihn ja nehmen. Er sollte ja 1000 Lachsmilies machen. Auf einmal macht jeder Lach. Er soll bei mir reinschreiben. Bei mir sind nur 400 Leute drin. Dann kann ich ihn reinholen. Dann soll er mir folgen. Der hört dich ja, der ist ja live. Ja, ich sag ja. Arrogante, komm bei mir rein. Da kann ich dich reinholen. Ich glaube wirklich, ich nehme ihn, Walla, wenn er einverstanden ist, er soll 3 Wochen nach Berlin kommen. Er muss ja immer seine Unterschrift abgeben. 2x die Woche. Auch noch? Ja. Deswegen sage ich schon, der hat eine miese Baustelle bei sich, die er zu klären hat. Warte mal, nicht. Ja, Mahmoud, mach doch. Da, ich hab ihn. Jetzt muss er nur noch live kommen. Der muss selber live gehen. Mahmoud, du musst. Alter, ich höre dir. Ich habe ihn gefolgt, der muss nur noch live gehen. Das ist ein Thema, Alter. Freunde, sag mal, wann der live ist, ja, dann hole ich den hier rein. What? Auf einmal, nicht hintereinander, auf einmal. Ich habe ihn doch angenommen, er soll live kommen. Du sollst live kommen, dann live. Live. Na. Life ist life. Na. Barabababab, life. Allah, diese Life. Kennst du das mit Maradona, wo das Lied kommt und er macht mit so einer kleinen Kugel tick, 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 oder? Ja, ich kenne das Video. Also, Chare, in 10 Minuten ist er wieder live. Aha. Nein, ich schwöre dir, ich rede mit ihm. Er soll, wenn er. Ich habe auch Schlafplatz für ihn, ich habe alles für ihn. Da ist er doch zustimmen. Hier. Salam alaikum. Alhamdulillah. Salam. Allah salamak. Was ist los? Donald Trump kriegt man nicht leichter wie dich rein. Ich habe hunderte Smileys gesehen. Wallah, ich habe nicht gesehen. Wallah. Ist mal, die sind so viele, die schreiben. Ist nicht normal. Ja, weiß ich nicht. Wie geht's, Nabil? Alhamdulillah, wie geht's dir? Warte, jeder schreibt Balenciaga. Was ist mit Balenciaga? Was mache ich hier, Bruder? Hallo, warte, Sabr. Er ist in 10 Minuten da, er wurde gesperrt. Okay. Er kommt, aber erstmal Mahmoud. Ja, er hält sich auch dran. Keine Ausdrücke, gar nichts. Nein, alles gut. Ich weiß, Bruder, das brauchst du mir nicht zu sagen, das weiß ich, mein Bruder, Habibi. Kann ich trotzdem kurz was sagen? Ja. Was an dem Herzen liegt? Aber nichts unter die Gürtellinie. Respekt natürlich, mit Respekt. Und darf ich aber auch zu Ende sprechen, ohne dass man mich unterbricht? Tfaddal. Allah sieht von dir, Hobby. So. Deine Bühne, tfaddal. Ich möchte eine ganz kurze Sache sagen, Leute. Und zwar, ich hasse niemanden auf TikTok. Ich beleidige auf der Straße niemanden. Arafat kennt mich, Nabil kennt mich. Ich bin kein Mensch, der auf der Straße hier Mütter beleidigt, Familien beleidigt. Ich bin ein Mensch, ich lasse mich schnell provozieren, das stimmt. Ich habe viele Hater, ich weiß nicht warum, ich habe keinen Erfolg, ich habe nichts, ich bin kein Star, ich bin gar nichts, ich bin ein ganz normaler Mensch, wie alle, ja. Ne? Und gestern, muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, Navid war erstmal nicht dabei, man geht nicht auf eine Frau mit Kopftuch, man geht nicht auf eine Mutter mit Kopftuch, ich weiß nicht, was mit dir gestern los war, aber Wallah, ich habe den verziehen, so, weil er sich entschuldigt hat, dann hat mich eine Sache gereizt, Bruder. Es ging um. Mahmoud, der ist ja, nicht bei Sinn. Der ist nicht bei Sinn. Wallah, ja, aber trotzdem, Bruder, man weiß doch, was man kaputt. Redet. Wallah, der ist kaputt. Wallah. Ja, ich schwöre bei Allah, ich will doch gar nicht, dass der kaputt geht. Dann irgendwo tut kaputt, er mir auch Bruder. Leid, Wallah. Ja, Allah, ich schwöre. Ja, Allah soll ihn recht leiten, Bruder. Uns allen, inshallah. Aber Bruder, meine Mutter betet 5-mal am Tag. Und wenn sie nicht betet, hat keine Recht. Ja, okay, aber meine Mutter ist eine gottfürchtige Frau, wie unsere Mutter alle. Und Arafat, ich bin ganz ehrlich zu dir, ich habe nie gesagt, dass meine Leute ihn geschlagen haben. Das haben die Leute gesagt, okay? Ich habe gesagt, er hat verdient. Er hat es irgendwo verdient. Und eine Sache will ich ganz gut sagen. Und ich bin ein Mensch, ich bin ehrlich.
Guck mal, an Mo Abdallah, ich will jetzt nicht deinen Namen in den Dreck ziehen, aber du bist für mich kein Mann. Wenn du einen Mann, du bist ein Internet-Rambo, auch so ein Bilder. Unterbrich mich bitte nicht, Arafat. Allah, ich kann dich. Du bist für mich ein Internet-Rambo, in dem du... Mahmoud, wir haben doch gesagt... Allah irham walidek, lass mich reden, bitte. Nein, Bruder, Allah irham walidek, lass mich reden. Allah ichalik, was... Nein, ich werde mit Respekt reden. Du hast, wallah al-azim, bevor die Gruppe losgegangen ist, hast du mir 5 Minuten davor gesagt, Bruder, schickst mir einen Kuss, schickst mir ein Herz auf WhatsApp und du sagst, ey, Bruder, willst du einen Kampf im Februar mit Engels, ich mach das klar, Universum hat mich angerufen. Ich zeige keine Menschen, was alle glauben mir. Und ich kann es auch posten, ich bin aber nicht dieser Mensch. 10 Minuten später siehst du deine Leute aus Köln und versuchst gegen mich zu schießen. Ich habe dich beleidigt, mit Recht. Ich habe Hack, das ist das erste. Thema zu. Und egal, wenn du holst, ich bin Essener, ich bin nix, ich bin ein Mensch, aber ich habe nur Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Droh mir nicht mit irgendwelchen Leuten, keiner kann mir drohen. Wer mir droht, der ist nicht geboren. So, Thema zu, was dich betrifft. Engels, schade, sage ich mal. Du hast eine Äußerung getätigt, die für mich nach meiner Erforschungen, nach meinen Ermittlungen eine offizielle Lüge ist. Auch meine Meinung, Arafat, bei allem Respekt, ich küsse dein Herz. Ich respektiere dich sehr, mein Bruder. Wir nehmen mal an, darf ich das zeigen? Das ist eine Flasche. Ein Mensch hat einen Menschen mit der Flasche, okay? Die Verletzungen können nicht hier, Rippen, hier, das kann nicht von einer Flasche kommen. Eine Flasche, die nicht kaputt ist, man kann keine Hand aufschlitzen. Nabil, eine Sekunde. Mahmoud, ich will nur was sagen. Er hat seine Hand bekommen. Ab jetzt heißt der Arrogante Mahmoud, der Gutachter. Tfaddal. Das ist, ja, Abus eine. Der Doktor, gut, Wallah billah, ja, ich küsse doch dein Herz, Arafat. Wallah billah, ja, Hobby. Wenn wir jetzt nachforschen. Forensiker geworden. Habibi, die Flasche landet hier, Bruder. Okay? Hier kommt eine Verletzung. Nehmen wir mal vielleicht hier den Bereich. Der Gutachter. Okay? Der Bereich. Aber die Nase ist geschliffen. Bei allem Respekt. Die Lippen sind aufgespritzt mit Blut. Bei allem Respekt. Die an alle Landgerichte und Amtsgerichte in Deutschland. Wenn ihr einen Gutachter braucht, Mahmoud alias Arroganta. Ja, Hauptwi. Und dann haben wir mal die Rippen. Aua, aua. Wenn man im Bett liegt und dann haben wir noch hier eine Platzwunde. Das kommt, wenn die Clans gerne mit Feuerzeugen auf Nase geben oder auf Auge geben, dann kommt eine Platzwunde. Ich habe nichts gegen dich. Ich habe nie gesagt, ich habe Leute geschickt. Aber bei allem Respekt, Osman Abi, ich liebe dich. Du bist ein Ehrenmann, der Vater von Engels. Ich mag dich. Aber Osman Abi, passt nicht. Diese Logik, diese Aussage, die du berufst, du und dein Sohn, lasst euch was Besseres einfallen. Ich küsse eure Herzen an der Stelle. Und Mahmoud, Schläge, Gewalt. Ich bin jetzt ruhig, Bruder. Wallah lazim. Schläge ist sowieso keine Lösung, davon abgesehen. Und ganz ehrlich, dass man sich auf TikTok auch beleidigt, demütig vor keine Ahnung wie viele Leuten. Wallahi, das ist egal, wer recht hat, beide sind gedemütigt in dem Sinne. Beide. 100%. Arafat, Habibi, ich habe immer mit Recht. Ich sag dir nochmal, du hast Recht. Damals im Clubhaus, wo wir uns kennengelernt haben, wir haben uns in einer Islamgruppe kennengelernt. Oder, Bruder? Ja. Alhamdulillah, du hast immer gesagt, ey, arrogante Abus Einig, bremst mal hier, was Schuhe aufgefüllt. Du hast mir gesagt, komm mit mir, du hast mich von Fitna in eine Islamgruppe reingebracht, richtig, Bruder? Alhamdulillah. So. Und Alhamdulillah, ich bin auch dir gefolgt und bis heute, Alhamdulillah. Und du kennst mein Herz und du weißt, ich bin nicht so. Aber Arafat, Bruder, der sagt im Live, ich zieh deiner Mutter den Kopftuch aus, Bruder, ich konnte nicht mehr. Wallah, ja, Mahmoud, ich kann dich verstehen, aber sieh ihn, Bani Adam Kharban, der ist nicht Chari, der ist irgendwas anderes ist in ihm drin. Ja, Bruder, ich sag's doch, King Junkie, Bruder. Dann sag doch nicht, du bist King, Vater sein TikTok, Bruder. So, tut mir leid, bei allem Respekt. Das ist der King Junkie. Aber wenn wir ihn jetzt reinholen und er kommt rein, dann wollen wir wirklich mit Anstand und Respekt reden, Mahmoud. Ja, Wallah, ja, solange er Respekt hat. Ja, du weißt, ich bin draußen, Bruder. Ich respektiere dich, Bruder. Ich bin draußen, Bruder. Ich kann schreien, und dann ist auch Weltmeister. Ich rufe ihn mal an. Das Einzige, was mir passieren kann, ich lande im PG, Bruder, wegen der Polizei. Und Ruhestörung, aber Bruder, ja, nee, sonst kann nichts passieren. Ich bin draußen. Wenn der Respekt hat, ich gebe dem meinen Respekt. Zu 100%. Was hat er gesagt, Nabil? Wie lange? 12 Minuten hat er gesagt. Arrogant ist immer sympathisch, Leute. Ich bin ein ganz normaler, lieber Mensch. Noch 2 Minuten. Hey, Nabil, wo bist du heute? Komm mal allein, Nabil. Ich bin in Neuss. Ich bin komm mal allein, auch ein bisschen Shisha bei Ayat, komm. Machen wir Doppelapfel, komm.
Ich brauche keine Shisha. Alles gut, Dankeschön. Danke für die Einladung. Ich auch nicht, Nabil. Wer hat heute geboxt, Arafat? Heute war Boxen 20 Uhr. Tyson Fury. Aber ich weiß nicht, ob der gewonnen hat. Ich dachte, das wäre der Rückkampf mit Mo Abdallah und Smolik. Ich habe das vergessen. Zedin, der Flörmack. Zedin, der Flörmack. Ja, Hauptbi. Weißt du, ich hätte hier nicht. Du kennst doch Mo Abdallah, sag. Ja. Du hast doch seine Nummer. Klär das doch. Das ist doch eine Kleinigkeit. Ihr kennt mich doch. Habe ich doch gerade. Ich habe das doch geklärt. Alles klärt das immer im Guten. Ich hab gesagt, willst du einen Rückkampf mit Michael Smolik? Hassuna, Pierre Hassuna. Was macht Hassuna? Ja, Habibi. Ich bin Badawi. Ja, die alle schon. Like, ich bin Badawi, ja, Habibi. Wo bist du, Arrogante? Wo bist du drin? Ich bin in Essen, Bruder. Ich geh gerade Mandalay, Wallah. Ich bin hier wegen euch, oh, wegen meinem Bruder Arafat, wegen Nabil, wegen dir, Bruder. Wo ist Nabil? Ich bin hier. Ey, warte mal, ich muss mal kurz auf meinen Akku gucken. Ich hab noch, warte mal kurz, Bruder. Badawi! Ich hab 15%, Bruder. Letztes Mal war Bombe, ne? Was du mir gesagt hast, ne? Dabei, Huka. Wallah, hat mich. Ach so, ja. Gute Empfehlungen. Ja. So, habt ihr Arrogante zu mir geschickt? Wir sind Badawi, ja, Salami. Wir sind Badawi, ja, Habibi. Ich bin mit Onkel Arafat. Zu mir. Ach, so scheißegal. Arafat ist immer neben mir. Siehst du nicht? Immer. Diagonal parallel. Oh, mein Gott. Gleich kommt Engel, Habibi. Bad al-Halla. Engel ist live? La, man nur live, glaube ich nicht. Okay, ja. Habib, Alhamdulillah. Aishi, ja. Lachi, ja, Habib. Bist du live, Bruder? Ja. Bist du live? Warte, ich hol dich rein. Hassuna. Ja, ich weiß nicht. Mach das nicht, Habib, ja? Folgt alle Hassuna, der macht beste Musik. Wallah. Ja, Badawi, ja, Habib. Yalla, bis nächste Mal. Yalla, Habibi. Bis nächste Mal, inshallah, Habibi. Allah mag. Arafat, Habibi, ich habe nur 15%, ja, ne, so 10 Minuten geht mein Handy aus, ich bin in der Stadt. Und, inshallah. Wir klären das ganz kurz. Yalla, ja. Ja, fährt unter. Salam alaikum. Alaikum salam. Wir wollen, warte mal kurz. Alaikum salam, Arafat, ja, Habibi. Wa salam, Arafat. Was heißt Arafat? Du keinen Respekt? Arafat, Abi. Du keinen Respekt? Das ist, Ahui heißt auch Arafat, Abi. Hör mal, ich brauche nicht Arafat, Abi zu sagen. Das kannst du sagen. Ich sage Arafat, Habib. Ich sag gerne Arafat, Abi. Weil ich sag gerne, bist du. Wollen wir hier Krieg oder Frieden machen? Was haben wir gesagt? Warte, nein, ich will keinen Frieden mehr. Du bist ein Pissbisch-Arrogante Arafat, Abi, ja, Ram. Der Mann ist der größte Pissbisch. Ich tritt auf deinen Vaters Kopf. Engel, du bist ein Pitch. Halt die Fresse, du Junkie. Hallo. Jungs, ey, beruhigt euch mal jetzt. Sei ruhig. Haben wir abgemacht? Du hast Schläge bekommen. Der Mann ist auf deinen von Kopf. Von dir. Sei ruhig. Sus. Von dir. Sus. Ja. Deine Frau ist abgehauen. Deine Frau ist abgehauen. Amenach und Amfaz. Junkie. Deine Frau befriedigt. Wallah ist das Eif. Wallah. Geht Therapie machen. Du hast das Respekt. Wallah, Engel, du enttäuscht mich. Ja, ich lebe. Ich hör's nochmal. Maniak, sus. Und durch Mahmoud, usse. Engel. Valla ayıp. Ne diyor Andi? So haben wir abgemacht? Buradayım. Okey Arafat abi. Okey Arafat abi. Kız sana Ant von Arafat. Kara sen yapmış mı Mahmud? Alles gut. Tek. Wir dich man ya. Weil er über wie alt ist. Nein. Ich würde Arafat abi sana Ant küsse. Ja. Mach ich gerne. Musst du nicht Bruder. Musst du nicht. Fatih Idak. Weil es war nicht mein Vater. Wir haben Respekt. Weißt du Kultur. Mahmud. Kultur. Ja Rab. Habibi Arafat. Habibi. Ana bassalahku. Ma bda ta'atalu. Ich möchte, wenn die beide mich respektieren wie ein Bruder. Habibi, ich hab dich immer schon respektiert, Bruder. Habibi Mahmoud. Das ist dein Herz. Habibi Mahmoud, wenn ihr mich beide respektiert, ihr macht keinen Krieg mehr. Kein Krieg, Dürse. Kein Krieg mehr. Ihr macht Frieden jetzt. Frieden, Dürse. Wenn ihr mich liebt und respektiert, macht ihr Frieden. Okay, Dürse. Tamam. Okay, Engel? Okay. Okay, Mahmoud? Taib, Habibi.
Alles. Ihr seid Brüder. Reden aber nur auf. Warte, Bruder. Reden aber nur auf TikTok. Reden aber nur auf TikTok. Auf Straße gibt es keinen Frieden. Mahmoud. Ich respektiere dich, Bruder. Was für Straße, Herr Ram? Du hast immer für Wolle. Hallo. Was habe ich dir gesagt? Mahmoud, ich bin schon. Okay. Lass dich gerade mal einhaken. Alles gut, Bruder. Okay, wir sind kein Allah. Wollen wir jetzt Frieden und gibt es keinen Ärger mehr. TikTok, okay. Straße getan, wir schon. Jetzt, Engel, mach einen Witz, wir wollen alle lachen. Bitte? Mach einen Witz, wir wollen alle lachen. Okay, pass auf. Warte. Soll ich einen Witz machen? Ich kann bessere. Nein, erst ich kann bessere, wenn du willst. Da trifft sich ein Wal unter mir mit einem Babyfisch. Wal und Babyfisch. Kennst du Wal? Wal? Ja, Wal. Ja, genau. Sagt der Wal zum Babyfisch, hey Babyfisch, wo kann ich essen gehen? Sagt der Babyfisch zum Wal, keine Ahnung, Wal, du hast die Wal. Ah ja, sorry. Jetzt alles gut? Der war so scheiße, dass er wieder lustig war. Walla, das war nicht lustig. Stella Mahmoud, mach mal einen Witz. Da laufen viele Dacke rum. Ja, ho. Jalla, essen alle zusammen. Eine Wow hier, eine Wow da. Hier, eine Wow da, eine Wow. Pack die Junkies ins Karton. Ja, da laufen so viele Spielautomaten rum, der wohl nicht was in der Tasche hat. Ja. Du warst ein Läufer von Papakralle, du bist nie ein Gangster. Walla, ich liebe dich, mein Bruder, das war lustig. Ja, Hoppi. Walla, manchmal, ich schwöre dir, ich weiß nicht, was ich glauben soll. Gib mir einen Kuss, Schade. Er gibt dir einen Kuss. Gib mir einen Kuss. Gib mir einen Kuss, Schade. Hadi. Siehst du, Attackbus, ja? Der war nicht vom Herzen, Bruder. Der war nicht vom Herzen. Noch ein. Ah, Schufa. Nicht knutschen, hier ein Kuss, nicht knutschen. Wir sind doch nicht Barreno und Osan. Hey, Schade, auf damit. Schade. Dann irgendwann mal die Lass nicht mehr. Guck mal, Schade, ich verzeih dir, du verzeihst mir. Lass nicht mehr die Leute über uns reden. Ich versprich dir eins. Aber wirklich, heute letzte Mal, bitte. Ich versprich dir eins, warte. Vor Arafat, vor Nabil, ich versprich dir eins. Ab jetzt 0:03. Ich werde deinen Namen, egal was passiert, nicht mehr in den Dreck ziehen. Wer dich beleidigt... Sag Walla. Walla, ich stumme den. Aber wenn du das machst, Walla, Billa, ich bin enttäuscht. Und dann, Bruder... Erstmal, er sagt auch nicht mehr, stimmt, Schari? Walla, ich mach auch nicht mehr. Walla, wir sind zusammen jetzt halt. Okay. Ja. Okay, darf ich noch einen Witz machen? Ja. Küss mal an. Das ist nur lustig, Mann. Arafat, da muss eine Geschichte raus, Bruder. Habibi, Schari, ich liebe dich. Walla, ich liebe dich, ich hasse dich nicht. Ich hoffe, meine Mutter, du bist kein schlechter Mensch. Aber pass auf dich auf. Wer? Aber Bruder, warum? Aber Bruder. Hör auf, dein Vater ist ein Ehrenmann, Arafat, Murek. Abi. Ich mag schon mal. Deswegen ich liebe Atatürk. Ja, Wallah, ich liebe. Habibi, Arafat, barakallahu fik, Allah, ich kette Allah, Habibi, Mahmoud. Solche Menschen brauchen wir. Deswegen schau hier. Ich küsse dann, ja, Assalamu alaikum. Deswegen liebe Atatürk, schau, er sagt zu einem fußjährigen Mann, Arafat. Ich liebe deswegen Atatürk. Wir haben Kultur, wir Türken. Es heißt Arafat, Abi. Auch wenn Arafat am Unrecht hat, wird es dann ausgesprochen. Warum? Ich habe Kultur von Atatürk. Deswegen, ich liebe diesen Mann, Arafat Abi. Ich küsse deine Hände, ich küsse deine Füße. Warum? Ich habe Kultur. Walla, Atatürk ist der Beste. Du hast ja Mann geredet, Schare. Du hast Kultur erfunden. Ich nicht, der hat gefunden. Atatürk hat gefunden. Arafat, Habibi, ich muss langsam los. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wie bitte? Ich bleibe mit Engel. Ich und Engel ist unser Abend. Stimmt's, Engel? Ja, Arafat, wenn du sagst, das ist unser Abend. Wir holen Leute rein, wir diskutieren. Habibi Nabil. Yalla, salam. Arafat, bei uns heißt Türken, weißt du, Atatürk sagt immer Ältere-Respekt, auch wenn er Unrecht hat. Deswegen, ich liebe diesen Atatürk. Ohne ihn wäre ich so ein arroganter Pate wie ein Kannibale, verstehst du? Sagen wir mal so, wir machen anders. Wir nennen nicht Atatürk, wir sagen so. Unser Prophet Mohammed zusammen hat gesagt, respektiere den Großen und den Jüngeren. Na, aber warum gibt es dann kein Abi-Wort? Salam alaikum. Bei uns gibt es Achi. Achi ist wie Abi. Achi heißt aber ganz ehrlich. Arabisch Abi. Achi. Ja, Bruder, ist dasselbe. Achui heißt Bruder. Wallah, Bruder. Achi, Abi, Dima. Achi ist Abi. Wenn mein Araber da Abi das sagt, dann ja, aber bitte.
Nee, ich hab nichts geredet, ich hab Salam Aleikum gesagt. Aleikum Salam. Ach ja, bitte. Borrello. Ja. Eine Fitna kommt die Fernbedienung, ja? Eine Fitna. So. Du bist der King. Wenn du was sagst, dein ich Wort. Ich will nicht der King sein. King TikTok ist entweder Rambo oder Engel. Einer von denen ist gekickt. Natürlich Engel. Papa Ari macht diesen nicht mehr. Nein, wir haben gesagt, Engel. Nach dem Boxkampf. Boxkampf. Wo ist Rambo? Rambo, wo? Ich weiß nicht, wo der ist. Er kommt nicht mehr. Warum? Er ist mit Kapital gewesen. Also er ist andere Liga geworden, sagt er. MashaAllah. Ja. Ist der überhaupt live? Ja. Ist er live? Ja, nun ja. Mit wem ist er live? Ich glaube, er macht Match jetzt. Warte, ich gucke. Papari, du weißt schon, Papari, vor dir habe ich wirklich Respekt. Dein Wort ist für mich ein Befehl. Wenn du mir was sagst, dann. Raus. Ich bin noch lange nicht fertig mit dir. Ich habe dir auf Allah geschworen, was ich am Telefon gesagt habe. Und das wird passieren. Warum du Arafat Abi mal schlechter machen? Ich werde dir hier auf TikTok gar nichts sagen, Bruder. Aber Arafat Abi, ich kenne seine Freundin, die Eileen. Die Eileen kenne ich. Ich nicht seine Freundin kennen. Ich werde ihn kennen. Ich werde ihn gesund machen. Papari, ja, verzeih ihm bitte. Arafat Abi, der Mann ist krank. Soll ich raus? Ja, du sollst raus. Nein, ich gehe, wenn. Was? Arafat Abi, das sagt, dann gehe ich. Ostern, warte. Was hast du gemacht? Ich rede darüber nicht. Ja. Ostern, okay, wir machen so Ostern. Ostern, du hast ja eine Freundin, Eileen, ne? Eileen heißt die doch, oder? Was hast du damit zu tun, ja? Hä? Warte. Ostern, du hast eine Freundin, oder? Eileen. Ja. Genau. Er hat nicht Eileen, er hat ein Eihahn. Warte, Ostern, warte, Bruder. Wallah, Arafat Abi kenne ich über 10 Jahre. Hatte mir auch in die Suche. Ostern sagst du Eileen und Anna-Maria. Ich sieg mir euch beiden am Namen. Hör doch auf, Engel. Engel, du darfst ja. Mein Arafat Abi, mein Kemal Abi, beleidigt, gib es zum Tod. Ich nehme Eileen durch. Sei mal leise, Junge, ja, das sagt man nicht, ja. Doch, siehst du, wie ich sage, ich nehme deinen Eileen durch. Jetzt, Ostern, was willst du machen? Junge, hör auf damit. Ich nehme Eileen durch, Klavier spielen, Klavier. Mit Eileen zusammen Klavier, Kaffee trinken. Bis zum Anschlag. Entschuldige dich bei Arafat Abi, Schabu. Entschuldige dich. Nein, Bruder, er gibt keine Entschuldigung mehr für ihn. Ich schwöre dir bei Allah, ich habe ihn. Okay, dann Eileen, geh auf die Knie, Eileen! Geh auf die Knie! Meine Söhne. Aber was du gemacht hast, du willst auf meine Eier Follower holen, meine Eier werden dir Follower geben. Wie viele Mal habe ich ihn gewarnt, Barello? Ja, viel mal, ja. Ein paar Mal so, mich auch, Wallah. Und ich mache nichts mehr, ja, Papa Ari. Dein Wort ist Befehl für mich, bin ich ehrlich, Wallah. Aber er hat das wirklich bereut und so. Er hat mal geweint und so, ich schwöre, wo ich mit ihm telefoniert habe. Fangs, so, Wallah. Ozan. Ja, Abi. Wallah, Bilder, letzte Mal. Arafat Abi, danke. Abi, danke. Wallah, Bilder, Wallah, ich mag keinen Spaß. Ja. Letzte Mal, Ozan. Arafat Abi, King, ja, danke. Und bedank dich bei Engel. Engel, danke. Barello, danke. Arafat Abi, danke schön. Wenn ihr nicht sprichst, bedank dich bei deiner Freundin, Wallah, weil ich dich gern habe. Weil die gestern super Ora-Befriedigung gemacht hat. Junge, Engel, Junge. Engel. Ja. Nein, ich würde, die hat gemacht. Wallah, die hat gemacht. Ich liege nicht. Wallah, Arafat Abi. Tut mir wirklich leid. Nie wieder. Bitte? Ich sage dir Wallah. Ja, nie wieder. Danke, Abi. Wallah, ich mag dich. Ich meine das ernst. Ja, danke, Abi. Ich mag dich auch, Abi. Danke. Ich war voll am Schwitzen, ja. Wallahi, du wärst nicht nur am Schwitzen, wenn ich dich gesehen hätte.
Wallahi, Bruder. Barello, hör auf damit, Barello. Jetzt nein, ist bei wieder kann, meine Kopf. Bei mir kann er keinen Fitner machen. Wenn ich einmal vergebe, Lina, kann Lina, vergeben. Wallahi, Lina, ich folge dir jetzt. Lina, meine Kopf, du Prinzessin. Wallahi, du bist meine Schwester, ja. Ja, bitte, Arafat, Abi. Ich schwöre dir, Bruder, du bist... Charlie, du bist TikTok-Legende. Aber ich sage dir ganz ehrlich, Charlie, ich meine das jetzt ernst, bei allem Respekt. Wir sagen immer Bruder und Freund und so. Charlie, ich lade dich gerne nach Berlin ein. 2 Wochen. Wallah billah. Bis alles wieder gut wird. Inshallah. Bruder, es wird nie wieder bei mir gut. Du hast keine Ahnung, einfach. Bruder. Ich kenne vielleicht nicht komplett deine privaten Probleme, aber die Probleme, die ich hier sehe. Bitte, Barello. Papa Ari, also passt nicht zum Thema gerade, aber ich will wissen, wieso hat Balenciaga Kanye West boykottiert? Was ist mit Balenciaga passiert, Papa Ari? Weil du hast irgendwas mitbekommen, denke ich mal. Weil du bist viel schlauer als ich. Kanye West, der hat ja über die, der ist ein bisschen antisemitisch geworden, gegen Juden geredet. Und seitdem haben sie ihn alle boykottiert. Aber ich glaube, Balenciaga hat ein anderes Problem. Die haben irgendwie Pädophilie, irgendwas mit Pädophilie mit kleinen Kindern. Und deswegen, das sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Also die haben nichts damit zu tun, oder was? Also nee, das sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Achso, okay. Papa, ich habe auch irgendwie gehört, ja, so mit Teddys oder so, mit Gürtel und so. Nicht nur. Annika, danke schön. Nee, kleine Kinder, die haben, glaube ich, dich auch benutzt. Da war auch dein Bild von dir, Rosan. Aber ja. Aber, ey, ein 8-jähriges Kind mit Vollbart. Papa Ari, ja, ich schwöre. Arafat, ja. Aber, ey, guck mal, jetzt, weil ich schwöre auf alles, Papa Ari hat dir das letzte Mal verziehen und so. Ich schwöre. Aber wenn Papa Ari dir was sagt, du musst das machen, machst du direkt jetzt? Wenn... Ich habe dir bei Allah geschworen. Ich werde dich auch nicht mehr anrufen, gar nichts werde ich. Und hey, und nicht, ich habe angefangen. Sobald jemand meinen Namen im Mund nimmt, sagst du ihm, halt die Klappe, endest du das Thema. Ich kick den direkt. Er wurde wieder gesperrt. Warum aber? Weil er sagt, ich habe keinen Bock zu leben und so, ja? Okay, aber Bosnia, du bist gegen. Wegen Belästigung, ja? Und wen? Keine Ahnung, das stand wegen Belästigung. Wie geht's mit dir dann? Hallo, Arafat. Ozan, Bak. Allah, ja, sag, Medina, Islam, benimm dich, du regst mich langsam hör zu, echt auf. Hör zu. Nein, du musst dich nicht aufregen. Du kannst mit den Leuten, du kannst mit den Leuten nicht umgehen. Ozan. Ja, aber. Guck mal. Aber was ist los, Medina? Ozan? Du kannst dich ja benehmen. Sag mal leise, Junge. Ozan, konn ich mal. Der ist so respektlos, ey. Hab Respekt gegenüber Frauen. Tamam? Ja, aber. Verbade. Hat er Fehler mit dir gemacht? Andauernd, Arafat, der kann sich nicht benehmen. Entschuldigung, aber darf ich sagen, was passiert ist? Ich habe nichts reicht. Gehört. Er hat Entschuldigung gesagt, reicht. Ja. Aber nur, weil der King das gesagt hat. Weil du reicht es sagst. Mir schon. Ja, ich. Hadi Barello, du. Papa Ari, ja. Das ist meine Ex-Freundin, ich habe Schluss gemacht. Kann ich rausgehen? Ich liebe dich sehr, aber ist meine Ex-Freundin. Ich schwöre, ich kann nicht jetzt hin. Nach dem Spiel geht sie raus, alles klar. Dankeschön. Musst du nicht rausgehen. Und Ozan, hör auf, mir Anfragen zu schicken. Wann schicke ich dir Anfragen? Mehrmals am Tag. Noch nie. Noch nie, nein. Noch nie. Heute hast du mir schon 2-mal Anfrage geschickt. Was lügst du? Hallo, aber ich glaube das nicht, weil er ist mit Eihan zusammen. Eihan? Ja, mit deinen Eiern. Wurde mal erzählt, so vorhin Papa Ali. Ich weiß nicht, stimmt das, Papa Ali? Eihan oder Eilan? Eilan. Eilan. Ach, du meinst Eileen. Wallah, ich weiß nicht mehr, wo Eileen ist. Nee, er ist mit Eileen zusammen. Ja, auf jeden Fall schickt er mir andauernd Anfragen. Ich weiß auch nicht, warum. Sie hat sich umoperiert, ist Eilan jetzt. Eihan gewonnen. Eihan. LGBT ist doch alles egal, Bruder. Wie geht's dir, Arafat? Ich hoffe, wie geht's dir? Alhamdulillah, wie geht's dir? Aber Ozan macht keinen Fehler mehr. Stimmt's, Ozan? Ja. Haras? Tamam. Emil Sus, danke Emil Sus, ich küsse deinen Mund. Barello, mach Werbung. Für wen, Papa Ari? Folge die 3 ersten Durchleute, die was schicken. Alle durchfolgen. Das ist der Chef, der Typ.
Barello. Warum übertreiben die so mit 42 Rosen hier? Danke, Jesus. Weil Papa ist zu fame, hat viele Zuschauer, deswegen glaube ich. Barello. Leute, sind wir nicht gerade alle schockiert, wie sich gewisse Leute hier so auf einmal benehmen können? Boah, Medina, ja. Ich schwöre, sei froh, dass Papa hier ist. Ich würde... Nein, hallo. Ja, aber deswegen ich kann ich ja hier gewisse Dinge äußern, euch nur was sagen, weil ihr einfach keinen Respekt habt. Hab man Anstand und Respekt gegenüber Frauen und anderen auch. Jetzt meine Ex-Freundin. Dann klärst du das mit deinem Telefon. Du denkst, hier geht es gar nicht um dich gerade, hier geht es um Osan. Du kannst dich ja benehmen, du hast ja nichts Falsches gemacht. Aber Osan macht das wegen mir. Also, es geht darum, wie Osan sich benimmt. Wie mit der Lüge. Aber hallo, Medina, du darfst auch nicht drauf rumreiten. Er hat doch gesagt, Entschuldigung erledigt. Die ist echt so. Alles. Er hat sich entschuldigt. Papa, weißt du, wie sehr ich sie geliebt habe? Walla. Ist die Katze süß. Alle liken. Wer? Welche Katze ist die, Papa? Die? Hier kam gerade eine Katze. Ach so. Das musst du schön. Wo hast du gelebt, Papa? Ich höre nicht auf hier. Ich hab falsch. Oh. Ein Fehler von mir, Walla. Medina raus. Leute, die geht doch nach der Runde. Hallo, Osan, musst du dich erwähnen? Raus. Ja, Leute, gleich. Hallo, Medina, hallo. Alles gut. Nach der Runde. Osan, du musst es nicht so erwähnen, sonst fliegst du schneller raus. Ja, okay, Abi. Was für Abi, ich schwöre, Leute, Arafat ist ein Ehrenmann. Ich sagte letzte Mal, Osan, bei Allah. Versprochen. Ich schwöre. Und bitte, Papa Ari, sag ihn, er soll dich nicht mehr Abi nennen, sondern Papa Ari, weil das. Nein, wie der will. Bei den Türken ist Abi richtig. Alles gut. Kardeş Jim. Abi Jim. Alle MSU-Folgen. Oh mein Gott. Papa, ich hab mich. Alle liken. Was hast du bekommen? Ich hab diese Babykatze bekommen, diese große. Lion. Yeah. Leon heißt der. Alle MSU-Folgen. Die habe ich auch bekommen, deswegen habe ich ja gesagt, es ist eine süße Katze. Ach so. Jetzt habe ich eine Ente bekommen. Die sieht aus wie Osan. Sag danke. Danke, Abi. Barello, ja. Barello, Junge. Aber Osan ist ein bisschen süßer. Ein bisschen. Danke, Abi. Aber Bruder, mit diesen Eihahn müssen wir drüber reden. Nicht, dass du diese One-Love-Binde noch trägst. Das heißt Ibne, ne? Oder nicht? Oder nicht? Also Mann mit Mann, oder nicht? Dankeschön, Stern. Ich schwöre dich, ich kann nicht mehr. Adi Medina. Dankeschön. Hast du dein Recht bekommen? Noch. Pass auf dich auf. Hast du dein Recht bekommen? Ja, ich danke dir. Alles Gute. Danke. Ciao. Warte, ich hab's gleich. Endlich. Okay. Osan, dann da. Ja. Okay, ja. Sollen wir Metin rein, Abi? Hä? Metin? Oder Gigi. Papa, willst du mit Gigi reden, bitte, Papa? Mit wem? Mit Gigi, mit dieser eine, die mit war im Hotel. Niemals. Nein. Und Metin? Metin, hast du den? Das ist aber nicht böse gemeint. Wallah, ist nicht böse. Ja, ich war, aber er versteht auch Humor und so, Papa. Das ja, was, wen habt ihr noch drin? Sag mal. Eine Laura, eine Emre Yılmaz, Gigi und Grace. Grace, soll ich Grace? Wer? Grace, ist eine Frau. Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Nein. Umgewandelt. Ich hab Boxer. Warum, Emre Boxer, warum nimmt er nicht an? Er nimmt nie an. Er ist ein bisschen... Hey, Arafat, okay. Abi. Ja. Danke, ja, dass du meine Entschuldigung an hast. Aber letzte Mal... Junge, weißt du, wie Angst ich hatte? Ich schwöre. Wallah, mit gutem Recht. Wallah, billah. Papa, soll ich den Engel anrufen, dass er mit anderer Hand live kommt? Ja, mach mal. Aber kann ich mal was fragen? Ja, frag doch einfach. Liebe Grüße an Fabian. Hallo? Ey, Engel, was machst du? Ja, okay, weil Papa wartet auch. Komm. Heide, ciao.
Rambo ist nicht. Papa Ari hat gesagt, sagt Papa Ari, er soll bei gut aussehen der annehmen. Also er kommt mit anderer Account. Er ist schon live. Ja, du kannst ihn doch auch hochnehmen. Ich weiß nicht, ob ich dem folge bei dieser Account. Ja, er soll mir irgendwie schreiben, gut aussehender, der hat 100.000 Accounts. Okay, da ist er. Hast du ihn gefunden? Ja. Da ist er. Seht ihr, hängt der bei euch auch? Nein, hängt er. Ja. Engel, geh raus wieder rein. Ja. Der hängt wieder. Engel, falls du mich hörst, mach alles an, Engel, dass ich die Einladung schicken soll. Der hat schlechte Verbindung. Papa Ari? Stimmt es, dass er von seinem Vater kassiert hat, Papa Ari, oder was sagt? Er hat gesagt, er hat Schläge von seinem Vater bekommen, weil arroganter sein Vater angerufen hat. Ach so. Er nimmt nicht an, ja? Arrogante, die Nummer haben von seinem Vater, hä? Doch, die kennen sich irgendwie. Nein. Ruf ihn nochmal an, frag ihn mal. Ganz ehrlich, ihr nervt mich, Balenciaga. Ich zieh diese scheiß T-Shirt jetzt aus. Warte mal kurz. Ja. Leute, alle durchfolgen. Ah, Papa Ari, hattest du Balenciaga an, oder wie? Ich hatte. Hab ich gar nicht drauf geachtet, voila. Hey, Engel, du hängst die ganze Zeit, ich schick dir Einladung, was ist das? Ja, du stehst immer noch da, aber mit diesen zwei Punkten. Okay, Heide. Ja, ich bin jetzt auch gefolgt. Mal gucken, ob ich ihn annehmen kann. Hey, Ozan, versuch du oder Arafat soll versuchen. Bei mir geht nicht, bin ich eigentlich da. Warte. Danke, Sass. Er muss raus und nochmal rein. Irgendwas stimmt nicht. Vielleicht muss er einmal kurz komplett offline. Ja, vielleicht ist er auch gesperrt auf diesem Link. Warte mal kurz. Dann King Fitner, da ist er. Sein Name steht schon da. Sali, danke. Salam alaikum. Alaikum salam. Guten Tag. Guten Tag, mein Bruder. Ja, Barilo und Ozan. Hallo. Maus. Ist denn eins? Papari. Ja. Papari, ich muss dich eine Sache sagen. Wer hat vor einer Woche was hat gesagt? Wer? Barilo war drin, ich, Papari, du auch war drin. Und wir waren nur drin. Wer hat was gesagt? Erzähl mir nochmal. Du hast gesagt, wenn wir mit damit live gemacht, ist ein Hund. Und dieser Hund, dieser Ent in dir. Wer? Barilo? Diese Barilo. Warum ist live gemacht? Oh, dann bist du wirklich ein Hund. Papa Ari. Barilo, Digga. Gibt es Fakten, Papa Ari? Gibt es Beweise? Gibt es irgendwas? Papa Ari. Stopp, hast du recht. Kannst du beweisen, dass er mit damit live gegangen ist? Kazekeri. Okay, Barilo, ganz einfach. Sag, Walla, du warst nicht live. Ich schwöre, Papa Ari, alleine mit dir nicht, nur zu viert. Ich schwöre, Papa Ari. Nein, zu viert. War sie dabei. Alleine war ich nicht. Du bist ein Hund, weil wir haben gesagt, wer mit ihr live geht, egal ob vier oder drei, ist ein Hund. Wuff, ciao, wuff, ciao. Papa Ari, es tut mir leid. Wuff. Es tut mir leid, Papa. Mach mal eine halbe Minute, wuff, wuff. Ja. Wuff, 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 wuff. Weiter. Lauter. Wuff, wuff. Das ist Chihuahua. Jetzt mach mal so Pitbull-Wuff. Aus, Sommerplatz. Reden.
Bravo, guck mal, die so. Jetzt darfst du nicht mehr zu dritt und zu viert, gar nicht mit ihr. Okay, Bravo, guck mal. Warte, ja, warte. Ja, okay. Warum lacht ihr? Papa Aris Wort warte, Befehl für mich, natürlich. Ozan. Sag, guck so. Papa Aris Eltern uns, wir müssen respektieren. Genau. Papa Aris sagt. Barello, gehst du noch einmal mit ihr live? Ich? Nein, Papa Ari, dein ich Wort schwöre dir, gehst du mit dieser Frau noch einmal live? Ich gehe nie wieder mit dir live. Papa, oh, Papa Ari, Papa Ari. Kann ich deine Hand küssen, Papa Ari? Zeig deine Hand bitte. Nein, ich mach sowas nicht. Ich küsse dein, hier, hier. Hand küssen tust du nur dein Vater und deine Mutter, niemand anders. Bei beiden? Der Ozan hat bei Emre Yılmaz. Geh Emre, geh mal. Er ist ja wie sein Vater, ist kein Problem. Arafat, warum küsst du dir an? Aber Wallah, Barel, gehst du noch einmal mit dir, diese famegeile Punkt, Punkt, Punkt. Ich sage dir ganz ehrlich, ich gehe nie wieder mit dir live. Ich lösche dich. Okay, Papa, das tut mir leid. Oder nicht? Aber wirklich, wirklich, ich bin Papa Ari wirklich sauer bei Barilo. Ich schwöre. Nein, er hat Khalas, jetzt ist vorbei dann. Er hat Wurf gemacht, aber treffen, nicht treffen, darf ich mich mit dir? Sarah, danke. Wann Papa Ari diese Mal wieder wann live wand und? Nein, ist vorbei. Nein, diese Mal wann er live gemacht, wann ich habe gesehen, ich schick dir. Und wann ich habe ihn mit dir gesehen und? Denkst du wegen einer Frau, ich beende Freundschaft mit Papa Ari? Was redest du da? Nein, Ratte? Bruder, ich habe Wallah gesagt. Geht er noch einmal mit dir live? Ich lösche ihn, ich gehe nie wieder mit ihm live. Ja. Vorbei. Wallah, guck. Papa Ari, soll ich vor deinen Augen sie blockieren? Vor deinen Augen? Ja, sei ein Mann. Wie ein Mann, genau. Ich hab blockieren, du auch. Wie ein Mann. Ich muss. Papa, Ari, hier. Was? Siehst du, Papa, Ari? Ja, Block. Aber nicht wieder frei machen. Ich mach wieder frei. Mein Eise. Er macht wieder Papa, Ari. Ich bin ehrlich. Papa, Ari hat gesagt, gehst du nicht live und du wieder live gemacht. Warum? Ja. 100%. Auch nicht zu viert oder zu dritt. Ja. Rambo, 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 ja, diese Ratte. Ja, komm, sehr leise. Hallo. Habibi, Abjuj. Alhamdulillah, Wallah, wie geht's dir? Habibi, Ahmin, Ajma'in, Rab. Ajma'in. Habibi, inshallah, khair, kullu khair. Habibi, Wallah, bei TikTok, komm. Aber ich bin live auf TikTok, ja. Und so schon. Wallah, ma ba'arif kif. Aber ma sam'ini, ma sam'ini, ma bismauni. Ich sag danke schon, mein Bruder. Danke. Gott, Ibn, danke. Habibi. Gott, Ibn, Pate, danke. Ah, Habibi. King. Alle like. Sag mal, der Respekt vor Papa Ari, er telefoniert. Love you. Danke. Danke. Patron, danke. Danke, mein Bruder. Lee? Der Jigger ist John Satich. Danke an jeden. Ich sage, das ist mir danke schon. Mein Bruder, danke an jeden. Mir King, danke schon. Vielen Dank. Rambo, warum mit dir? Ach, hol? ما بعمل عليه رامبو ماس 100% وان ein altem Gerät im Telefon bisschen Respekt halten ja beiden Was machst du, Arschi? Mazbut. Na, wen kann ich hier?
Aus dem Mamin kann er dir hui. Verliere ist mir was. Verliere ist mir. Lach nicht. Okay, brauchst du nicht. Der Chigari John Palank. Osan. Mach mal, komm, ich aus der Deck, Habibi, bitte. Amani, Amani, ja, das mal. Anna, mach. ولك انا مش انا اخوي مش قصه شندوري قل لي بس مين كان معه انا بحلها قل لي مين معه عشان خي مش هيك بيجوا ناس معه بيعملوا عناطر على بضاعته عشان هيك بلي امان جاء طلع لي صوره منه شو اسم بس صوره بعت لي اياها اوكي تمام لا 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 ما في اي مش والله تلفني بس ابو الجوج على راس زي ما قلت لك بعرفها والله بعرف بس الناس اللي بيمشوا معهم أيارين بعرف خير طب هاري ما هو داس شون بنا ريدت بعرف الله يهدي ويهدينا جهاد اسمع بعرف اسم اماني بس طلع لي مين بدي اسم او صوره طلع تسالي اوكي خلص والله ما عم بمزح معك حبيبي جهاد بعرف 100% ما كل واحد يلا بعدين بحكي معك بعت لي النمره بس ابو جوج ابعت لي صوره منه بس لحظات اماني بعت لي صور حبيبي يلا اوكي السبت الفين لك يلا خلص سامحك والله فاهمك يلا يلا معه الكلام خلاص السلام عليكم لسه بحكي معك ها مكزك طيب يلا اسا بحكي معك يا فيدا دا باباري دي لويت لي يشاين علي بوم بابا او لايف نين والله بيجي قال علي لايكن glaube ich nicht egal wir wollen fitner machen rambo ja باباري original du ratte Ja Mann, Papa Ari ist mein Vater. Arrogante Ibne, danke schön. Papa Ari, ich hab voll Respekt. Papa Ari Habibi. Einmal gesagt. Er sagt voll Respekt, aber an dem Tag, Papa Ari, an dem Tag hat er gesagt, wenn Papa Ari mich sieht, er muss so machen, hat er gesagt. An dem Tag. Jetzt. Warte. Barello. Ja, Papa. Ja. Ozan. Genau. Diese Filme, die nicht hier machen. Rambo ja. Hat voll Respekt. Bei zweiter Bruder nicht Fitner machen. Genau. Rambo, ja. Ratte. Und du bist eine Maus. Maus ist noch süß, Abi. Die hat Hand von Emre geküsst. Emre ist die Vater von ihm. Vater von Ozan. Emre. Danke. Du bist Ratte. Aber ich habe eine Frage an dich. Warum hast du Hand geküsst? Ehrlich. Dankeschön. Also, nicht wegen Angst. Der hat gesagt, küss und so. Weil wir waren einen Tag vorher live. Und aber dann hat er gesagt, warte ab. Das ist doch nur Emre. Stell dir mal vor. Rambo sieht dich und sagt, küss ihn seinen Arsch. Küsst du seinen Arsch? Oha! Ich würde bei denen diese Ratte in seinen Arsch was anderes machen. Weil guck mal, die Hand und Arsch. Haut ist Haut. Warum aber nicht bei dieser Ratte. Warum machst du Unterschiede zwischen Hand und Arsch? Selbe Haut, sogar Arsch hat zartere Haut. Aber das ist Kacke. Ich sag nicht Arsch, Backe. Papa, wenn du dich Fan bist, Papa, sag das nicht. Echt. Aber egal, ich will dich auch nicht niedermachen, Ozan, weil ich bin nicht so. Küsst niemand die Hand. Niemand.
Ja, okay, Abi. Und versprich nur von ihn, deinem Junge. Vater und deiner Mutter. Versprich ihn. Ja, Abi. Das muss er selber wissen. Guck mal, die Erziehung in seinem Alter ist vorbei. Entweder er hat es gelernt oder... Nein, Papa, warte, das kannst du noch tun für ihn. Ich schwöre, du kannst es lernen. Oder Hopfen und Malz ist verloren. Oh, das bedeutet, du bist ein Alien, ich schwöre. Allem Rambo, Sache. Warte. Ozan. Letztens, er wusste nicht mal, was Hopfen und Malz ist. Du weißt nicht mal, was Hopfen Malz ist. Malzbier, weißt du nicht, was es ist? Malz, Getreide. Ich schwöre, das bedeutet, jetzt sprich Wort auf Arabisch, du bist ein Eir. Das Labus ist Deutsch, Junge. Nein, er lügt. Wallah, du lügst. Hopfen und Malz verloren heißt, jegliche Hoffnung ja. ist bei ihm bye-bye. Wie auch bei dir. Selbe in grün. Natürlich. Und bei Rambo, Abel? Bei Rambo ist dann Ernst und Fisch. Er braucht keinen Fisch mehr, er braucht Rinderfilet. Ja, genau. Diese Ratte. Leute, 54 Rosen. Gerade hast du telefoniert, was hast du gesagt, Ozan? Ich habe gesagt, kommst du mir helfen? Es gibt Stress. Was? Mit wem? Da war so einer, der hat gemuckt. Und ich wollte Rambo testen. Was? Ja, nein, ich kann nicht, ich bin live. So eine Freundin nein, bist du. Testen, ich weiß, du bist auch am Live, ich habe dich gesehen. Warum du testen lookst? Du bist, muss ehrlich sein, ehrlich. Bei jedem. Das war ein Test. Marello, hast du gehört? Er soll ehrlich sein. Nicht ehrlich, ehrlich. Ich weiß, Rambo, Leute, alle liken. Papa alle Ali, liken. Was denkst du, wie alt Rambo ist, Papa Ali? Ich weiß, wie alt Rambo ist. Ja, aber nein. Sag mal. Nein, ich kann nicht sagen. Vielleicht auch Papiere so 24 oder so, aber im Kopf ein bisschen nein. 8. Papa Ali, du weißt. Nein, ich kann nicht sagen. Ich weiß auch. Ich habe seinen Ausweis gesehen, Papa Ali, wo er im Hotel war. Ich schwöre, ich weiß. Komm, sehr leise. Sag mir, welchen Monat. Monat weiß ich nicht, aber ich weiß ja. Mhm. Ja, Mann. 1990. Leute, ihr macht Fitness. 1990. Das ist doch jung. Ich schwöre. Wann hast du? Ich habe 14.06.2000. Ich schwöre, sein Ausweis stand so vorbei. Ich schwöre auf seinen Ausweis. 1990. Das heißt 1990, nicht 1990. Ja, 1990. Also er ist 32 und wird 33 nach deiner Meinung. Oh mein Gott, Junge. Er sagt dann 19, ihm geschämt du dich nicht. Ich bin 19. Warum? Was ja, 19. Hallo. 19, hört doch mal zu. 1990, wa? Nimm die 90 weg, was bleibt übrig? 10. Alter. 1990. Nimm die 90 weg, was bleibt übrig? 900. 19. 19, Papa. Ey, Barello. Und das sind dann die 19, so alt ist er dann. 90 weg, 19. Ja. Hey. Naja, ich hatte mit Mathe immer Schwierigkeiten, Papa. Aber ganz ehrlich. Unter uns jetzt, ja. Okay, wir machen jetzt eine Challenge an alle, die hier drinnen sind. Rambo, wie viele Leute sind bei dir drinnen? 4.000 ungefähr. 4.000. Bei mir sind 6.500. Ozan, bei dir? 1.400, David. 1.400. Du, Barello? 2.300. 2.300. Egal, ob sie bei mir oder Rambo oder Ozan sind. Wir machen eine Challenge, okay? An alle da draußen. Noch nicht. Wenn Ozan der Hübscheste von uns alle vier sind. Nein, aber du bist der Hübscheste. Warte doch mal bitte. Macht ein Smiley. Wenn Barello der Hübscheste ist, aber noch nicht. Ja? Macht einen weinenden Smiley. Weil Smiley, Ozan auslachen. Weinend ist, der ist wirklich zum Weinen. Und wenn Rambo der Hübscheste ist, macht einen Fisch. Warte doch mal bitte. Und wenn du der Meinung bist, ich, ja, macht ein Herz. Ab jetzt.
Abari, ja. Mal gucken, ob ich Fische sehe oder Herze oder ein Smiley oder eine Wache. Also ich bin Herz. Welches Herz? Ich bin Herz. Und also, was bin ich? Ein Smiley, du ein weinendes Smiley und er Fisch. Also ich bin. Also ich sehe bei mir viele Fische. Herze, Fische, ein Smiley, Fisch, Fisch, Fisch. Oh, Fisch, 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 Fisch. Also ich bin es auf jeden Fall nicht. Ich kriege nicht so viele Herze. Aber ich bin ehrlich auch. Fisch, Fisch. Wieder Fisch, Herz, Fisch. Was Fisch, bin ich Herz. Denn? Lachsmiley? Fisch, Fisch. Fisch. Na, er ist irgend so ein stinkender Fisch. Fisch. Papa, Allah, die Arbeit hat euer Fisch, Fisch rein. Guck mal, ich habe jetzt 8000 Leute drin und die meisten zeigen Fisch. Oh. Meine Leute schicken alle Lachsmiles, alle sagen nicht. Bei mir auch. Na komm, erzähl keine Scheiße, Alter, bei dir, Osan. Die lachen dich aus, höchstens. Aber ja, die lachen Rambo aus, Junge. Guck, wie der aussieht. Also bis zum Ende der Matches ist, wer bis jetzt, es liegt auf jeden Fall Fisch in Führung. Rambo, du solltest einen Fischmark kaufen. Ja, Bruder. Jetzt Rambo, hast du einmal gemacht bei dir in Afghanistan bei Esel? Was? Hat er selber erzählt, ich schwöre. Was hat der er hat gesagt? Selber gesagt, ich schwöre, was der hat selber gesagt. Der hat bei Esel gemacht. Der hat gesagt, ich habe nicht gesehen. Ich glaube nicht. Ich glaube, er hat bei Hai gemacht. Nein. Ihm gefallen keine Tiere. Ihm gefallen so, er ist so ein Wassermensch. Deswegen steht er auf Fische. Er hat bestimmt bei so Delfin oder bei Wal gemacht. Arafat, aber du weißt doch, da kann ich so gut Deutsch, ne? Weißt du, was er letztens gesagt hat? Bei uns im Hotel in Hamburg, Loch ist Loch und so. Papari, was passiert mit Engelgesicht? Ja, hast du gesehen? Arrogante Ibne, danke. Seid mal. Wallah, Engelsgesicht, Wallah, Lazim, ganz ehrlich, wenn ihr wirklich Freunde seid, ihr müsst in dem Guten reden und nicht Engel Kummer machen. Wallah, haram, der tut mir irgendwo leid. Bruder, der ist, Wallah, haram, der braucht Hilfe. Ja, genau. Ungelogen. Ich habe gestern gesehen, ich habe gesagt, was ist das hier? Aber Engel, würdest du ihm helfen? Engel, sage ich, Ramo, würdest du ihm helfen auf Straße? Ja. Wenn er... ja. Warum? Warum nicht du? Helfen? Warum nicht? Mensch. Ja, Mensch, hat er recht. Egal. Und wenn du so ein Junkie wärst, würde ich dir auch helfen. Ja, du bist Osan. Auch ein Junkie, würde ich auch dich helfen. Bei dir, ich habe auch gehelft, als du kein Geld hattest bei Pascha. Was hast du gehelft? Oder geholfen? Geholfen. Von wo aus Türkei kommst du eigentlich, Osan? Aus Antep und Adıyaman Abi. Oh, du bist Antep? Ja, Abi. Berühmt für... Fleisch, mal Fleisch, wa? Pistazien, Abi. Ja, man's gut, Pistazien. Ja, Abi. Deswegen aber siehst du aus... Warte, Barello, sei leise einfach. Deswegen siehst du auch wie so eine Pistazie aus. Ist das gut oder nicht gut? Gut, man muss sich nur öffnen. Bitte, Barello. Barry, bring, hol dieser Dings, Engel. Er ist sauer, er kommt nicht. Warum? Weil er gesperrt wurde. England hat dich beleidigt. Ah ja, wegen Bleibung. Er macht Fitna. Papa, Osa macht Fitna gerade. Nein, letztens, bei Face-Off. Bei Face-Off. Ja, stimmt. Guck mal, lass mich dich nicht demütigen, Osa. Ja, okay. Hör auf, Fitna zu machen. Wir können lustig sein, hör auf, Fitna zu machen. Ich sage, die Engel ist am Ende und du fängst an, er hat dich beleidigt. Ja, okay, aber du hast recht. Ganz ehrlich, meine Frage, ganz jetzt Spaß mal, aber hast du irgendwie mal Anstand gelernt? Tut mir leid, aber. Well, dann tut mir leid, ist gelogen. Nein, wirklich. Barella, was sagst du dazu? Guck mal, er sagt, ob tut mir leid und so und dann mal wieder. aber weißt du was? Osan und Barello, habt ihr euch jemals gestritten? Nein, wa? Noch nicht. Willst du wissen, warum? Eure Fitner, eure Chayatins sind genau dieselben. Ich verstehe, eure Chayatins sind sogar beste Freunde. Ja, ich finde, Barello ist mein bester Freund. Ja, glaube ich auch. Obwohl der so weit weg wohnt, so 3-4 Stunden. Ist egal. Chayatins kommunizieren, Auto bleiben, schnell miteinander.
Danke, Ebi, danke. Egal, auch wenn er dich jetzt anpissen würde, würdest du sagen, es regnet. Es macht dir nichts aus, andersrum genauso. Vielen Dank. Stimmt, stimmt. Letztes habe ich gemacht. Er hat gesagt, lecker. Was glaubst du? Aber Barello ist so. Danke. Danke. Der könnte dich vom dritten Stock runterschubsen oder so, der würde sagen, danke. Das war Spaß. Ziemlich Dank. So, da ist bei dem keine Grenze. Vielen Dank. Ey, Barry, nach dieser Runde, ich gehe trainieren. Ich gehe trainieren. Wo trainierst du? Ja, ich ein Abend, ich trainiere bei. Hüsch oder Boxen? Nein, nein. Abend, ich trainiere Boxen bei Majid. Ja. Und jetzt diese Uhrzeit, 2 Uhr. 1 Uhr, ich trainiere bei Fitness, Bruder. Aber kein wo machst du jeden Tag? Nein, nein, Bruder. Sei es keiner. Keiner. Wegen gut vorbereitet, weißt du, wegen meiner Kampf. Ich schwöre, Rambo, guck mal, natürlich Papa Ari ist älter und so, darf man nicht mit Älteren. Ich schwöre, Papa Ari braucht für dich eine Minute. Eine, im Ring. Wir reden von Ring. Warte, wenn er dich, warte. Papa. Guck mal, Eigenlob stinkt und weißt, ich schwöre bei Allah, eine Minute ist zu viel. Aber, ey, aber, Papa, ey, guckst du, Papa warte, warte, Rambo, Rambo. Ja. Er ist mein kleiner Bruder. Ja, 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 die waren gut. Er liebt Fitner, er liebt Fitner. Ey, ich schwöre, deswegen ich komme nicht, Papari. Deswegen, weil Barello ist hier, ich komme nicht. Guck mal, Rambo. Ja. Wenn du nach Berlin kommst, sagst du mir wann? Ja, inshallah, Bruder. Komm, wir trainieren einen Tag. Inshallah, inshallah. Wallah billah, ich schwöre bei Allah, nach diesem Tag, du kannst dich eine Woche nicht mehr bewegen. Ja, oha! Wow. Du trainierst, ich habe gesehen, Bruder. Du trainierst ganz hart, Bruder. Aber ich auch, Bruder. Ich auch. Trainiere ganz hart. Ich gebe dir mein Wort, eine Woche, du kannst dich nicht mehr bewegen. Aber dann, eine Woche, kommst du eine Woche, Maschine mache ich. Ich schwöre. Dann kannst du Barello und Ozan gleichzeitig nehmen. Ach. Arafat, Abi, bitte. Bruder, ganz ehrlich, Ozan. Ozan, ein Wind, 100, einen starken Wind, du fliegst von alleine weg. Papari, kann ich was sagen? Ja, Barido. Ich schwöre, Papari. Salo, danke. Papari, ich schwöre, du alleine gegen uns drei, du würdest uns platt machen. Eine Minute. Und hör mal zu, nochmal. Und bei Allah, ich sage sogar ja. Es ist einfach die Wahrheit. Ist nicht mal gelogen. Aber weißt du was? Ich würde gegen euch nicht kämpfen. Ich kämpfe A, nicht gegen kleine Brüder. Und B, aus sich und allein. Ich bin da raus. Ich bin einfach raus. Liebe Grüße an Lucy. Lucy will immer die ganze Zeit gegrüßt werden. Jetzt habe ich dich gegrüßt. Ozan. Ja, Abi. Egal. Ja, Leute. Bafingo ist Bafingo. Immer macht Fitna. Bafingo ist immer Fitna. Ja, immer Fitna, Leute. Papa Ari, vielleicht war das Fitna, aber Papa Ari ist auch die Wahrheit. Ich schwöre, sie weit. Das gegen du. Bruder, ich bin gegen Gewalt. Wallah. Wir wollen es keine Lösung. Egal, Bafingo was macht. Aber wenn so weitermachen, wenn die hat jetzt 200 Zuschauer, das auch verloren. So wie du hat mich verloren. Wir reden über Barello. So weitermachen, weil er die 200 auch verloren. Ich schwöre. Hör mal zu, wir reden über Barello. Ozan, warte, warte. Kennst du das wie im Kindergarten? Stiller Fuchs. Hm. Du weißt, was das bedeutet, wa? Ja. Das ist Teufelszeichen, Papa. Nein, nein. Oha. Ist ein Fuchs, siehst du Fuchs? Fuchs. Im Kindergarten um Hort, sagt man. Barello, so, wenn man leise ist, siehst du ihn? Ozan? Hey, das ist. Stiller Fuchs. Ich hab doch erklärt, was ist das? Stiller Fuchs. Und genau. Und du, Barello? Beide sind da, sie dürfen nicht reden. Was mit Rambo? Er muss das nicht mehr machen. Er kann nicht anders. Bitte, Barello, siehst du, so gefällst du mir. Papa Ari. Ja. Kannst du diese auch für Rambo machen, dass er reden muss, nur wenn du das drückst? Weil kann ich, aber Rambo macht keinen Fitner, ihr macht keinen Fitner. Papa Ari, wegen Gleichberechtigung. Also ja, wenn ihr keine Fitner macht, geht die Fernbedienung weg. Aber er macht keinen Fitner. Nein, nein, Papa Ari, besser alle drei mit Fernbedienung. Nein, er ist stiller Fuchs, er hat keine Fernbedienung. Die Fernbedienung ist zu teuer für Ozan. Rambo, lach nicht, ja. Ich
Warte. Bei Rambo war es eine Fernbedienung, nicht mal Fuchs oder so. Bei denen Ratte, die machen eh keine Geräusche. Ratte. Meine ganz Ratte. Andere Sache. Warum ist er eine Ratte? Was hat er dir angetan? Die sieht aus wie eine Ratte. Siehst du, danke schön. Der ist aus wie Ratte. Er geht jetzt trainieren, stimmt's? Okay, Papari, ich gehe trainieren. Habib Rambo. Tschüss, Rambo. Mach's gut, Papari. Salam. Er sagt uns anderen nicht, schau. Er nimmt euch nicht zu ernst, aber wir holen jetzt Engel rein. Ist er da oder nicht? Soll ich anrufen, Papari? Wir rufen ihn an. Aber ich glaube, der ist wieder... Er geht nicht schlafen, Papari. Das ist doch frech. Allein, dass du hier drin bist, Papari. Halt deine Fresse. Es tut mir leid, Papari. Der war auch angeschlagen. Sollen wir ein Mädchen reinholen, Abel? Mein Trainer, dann haben wir. Komm, wir holen ihn. Hol ihn rein, komm. Leute, sagt mal zu Metin, Arafat wartet. Ist er live? Der ist live, aber mit 3 Leuten. Aber solange, Papa, willst du mit deinem Guello reden? Guello. Ja, wer ist Guello? Guello. Ich hatte heute die Schlägerei mit Sarah Sarita. Was? Ja, frag ein bisschen nach, bitte, Papa. Wer ist Guello? Guello ist die Ex-Freundin von Engelgesicht. Nein, ich rede nicht mit dir. Nein. Ich mach sowas nicht. Claudia, mit meiner Ex-Freundin, bitte, Papari. Versuch uns zu versöhnen. Verstoß dich doch zu Hause, also du musst raus. Raus. Ich komme wieder von euch. Und Papari? Claudia, weiter? Claudia ist deine Ex-Freundin. Weißt du, die Albaner, die hat mit dir nichts zu tun, du Idiot. Doch, ich schwöre, Papari, die lieben uns. Okay, hol sie rein, ich frag sie. Wenn nicht, kriegst du auf die Fresse. Okay, Papari. Oh, auf einmal ist sie mit jemand live jetzt, ja? Voll geile Ex. Was eine Ex-Freundin, ja? Die... Aber was hat Ozan gemacht, dass man sagt, dass er muss getrennt werden? Wer meldet ihn eigentlich? Wer meldet sowas überhaupt? Nein, wegen dieser Ratte, wegen dieser... Er sieht aus so... Deswegen wird er gesperrt? Ach, da ist mein Bruder. Ich hab dich auch vermisst, Bruder. Aber du warst schon lange nicht mehr da. Metin. Metin. Ganz ehrlich, du bist so unsportlich. Wir machen mal hier, weil die Leute, die gehen ja nicht mehr aus, deswegen wollen sie unterhalten werden auf TikTok. Wer hier verliert, Metin, machst du 10 Liegestütze und 10 Kniebeuge. Wer verliert? Warum guckst du immer nach oben? Wie nach oben? Er macht immer so. Oha, er will damit sagen, du traust dich nicht in seinen Augen zu gucken. Metin, jeder hat doch hier Punkte, wa? Ja. Hör mir doch mal zu, erstmal, du redest nicht. Nein, Spaß. Metin, erlaubst du mir diesen Spaß oder soll ich aufhören damit? Nein, alles gut. Du weißt, mein Cousin war dein bester Freund, ich weiß es. Erlaubst du mir den Spaß oder soll ich aufhören? Ja, du weißt auch, ich nehme alles mit Humor. Sag mir ja oder nein? Ja. Okay. Hör mal zu, Metin, wenn du jetzt. Wenn du jetzt verlierst, jeder hat so einzelne Punkte. 10 Liegestützen, ja, ist halb trotzdem. Verzeih mir, Metin, ich entschuldige mich. Wenn du jetzt verlierst, machst du 10 Liegestützen und 10 Kniebeuge. Egal, wer am wenigsten Punkte hat, okay? Wenn ihr sehen wollt, wer Liegestützen und Kniebeuge macht. Ja, jeder für sich. Der mit wenigsten Punkten muss Liegestütze machen. Metin soll. Ich habe mich doch gerade entschuldigt, verarsche nicht. Ich habe mich vorher gefragt. Also. Leute, alle liken. Und Leute, alle durchfolgen.
Metin, du meintest doch irgendwie. Metin. Oh, Aydanim, danke. Die will er Gas geben. Aber Metin hat 290 Abi. Punkte. Hallo? Arafat habe. Oh ja. Nein, die nehmen mich. Und noch rein, alle rein. Ich will Arafat sehen, dass er 10 Liegestütze macht. Wallah, wenn ich verliere, ich mach das. 10 Liegestütze, 10 Glück. Wallah. Gleich. Komm da und rein, ich will Arafat. Ey, ich will Arafat sehen, wie er seine Liegestütze macht. Das wird. Barello? Ja. Ich kann nur für Metin Haram sagen. Ja. Er hat gerade einen Aufruf gemacht. Ich will Arme. Nein. Nein, es reicht. Ich will. Man, halt, wir machen doch hier Spaß. Ja, ich brauch. Er geht raus, wenn ich keinen Bock habe. Nein! Wir sind Freunde miteinander. Jetzt kommt rein, ja. Leute, alle liken. Ey, der hat mehr Punkte als ihr alle. Alter, Mädchen darf man nicht unterschätzen. Tim Leikaski. Leute, der ist alle ja liken. Papa Ari, Rambo hat uns alle angelogen, er ist mit meiner Ex-Freundin mit Dine leid. Was soll das heißen? Sag deinen Leuten, die müssen... Nein, Wir haben nur diese Demet gesagt, niemand anders. Barino, wir sind ein anderes Thema. Ich will, dass Arafat die Liegestützen macht. So, nein, da und rein. Ah, und Arafat hat wieder, Mädchen hat heute einen Vorschlag. Welchen? Der hat gesagt, immer Boxkampf und so. Wir können doch ein Breakdance-Battle machen. Oh, wir machen anders. Mädchen, du willst mich doch haben, wa? Ab nächste Runde. Wir beide. Wer gewinnt, wer verliert. Wenn du verlierst, machst du eine Minute Breakdance. Wenn ich verliere... Ja. Und ich habe, ohne Scherz, ich habe Rückenschmerzen. Ohne Scherz? Wie der lügt. Ich weiß, der lügt, sieht man doch. Und wenn ich verliere, sag, wie viele Liegestütze ich machen soll, okay? Nicht okay. Leute, ich bin erstmal Arafat sehen, wie er seine Liegestütze macht. Runde. Diese Runde ist, Osan muss die Liegestützen und Kniebeuge machen. Nee. Wir haben nächste Runde gesagt. Osan, sag ihm deine Meinung. Er hat gesagt, wer verliert, macht Liegestütze. Bitte alle durchfolgen, die nicht gefolgt haben. Leute, welcher ihr mal das gewinnen, ja? Guck mal, wenn diese Runde, hättest du jetzt schon verloren, aber ich will ja nicht diese Runde, ich stehe zu meinem Wort. Was ist jetzt mit dieser Runde? Musst du die Gestützen und Kniebeuge machen. Leute, alle liken das Barello. Weiter. Barello. Ey, danke schön. 1-0. Erstmal 10 Liegestütze. Warte, du machst gleich Breakdance. Warte kurz. Erstmal Liegestütze, 10 und Kniebeuge 10. Nee, ich hab Wert gewonnen. Ich geh kurz auf Toilette. Er wird jetzt gewonnen. Ich hab gewonnen. Hallo? Nee, du hast 3000, ich hab 5. Du hast 2200, ich habe 2900k. Insgesamt sind das 5000. Ach, ey. Träum weiter mit ihm. Okay, Barello, du bist dran. Okay. Barello. Der ist wieder bei seinem Demmeling, und der wieder heißt. Einer, ihr macht mir Kopfschmerzen. Ich dachte, ich habe gewonnen. Ich brauche wirklich ein paar Modis. Langsam habe ich die Schnauze voll. Aber ich kenne die meisten hier nicht. Oder eine andere Frage. Wird man nicht Zeit dafür uns treffen? Wie bitte? Wird nicht mal Zeit dafür uns alle treffen in Berlin? Inshallah, sehr gerne. Aber warte, wir gucken erstmal Barello zu, ja? Mach dir gut. Was? Los, du, was er sagt, Papa Ari, bitte. Erzähl mal, bitte, Papa Ari. Was hat er gesagt? Nee. Mach wie ein...
Werden was? Ihr sollt den Bello machen, hat er zu mir gesagt. Und jetzt, du willst aufhören, entschuldige dich bei ihm. Es tut mir leid, Barello, Abi. Sag mir, ich nehme mich an. Er muss die Liegestütze mitmachen, weil ich nehme okay, mich an. Okay, bin ich deiner Meinung. Ja, los, dann. 100%. Los. Aber los, Abi, der lacht. Ist mir scheißegal. So werde ich dich erziehen. Los, mach. Komm. Oder lass mal Abi in Ruhe machen. Mädchen, lach nicht, Junge. Mädchen. Ey, Klasse, Mädchen muss jetzt Mädchen muss jetzt Warte. Ozan, mach gleich mit. Jalla. Mach mit. Ich nehme nicht an, diese Entschuldigung. Hast du dein gutes Recht? Weil so, ja. Sonst lernt er nicht. Komm, zieh ich dich. Soll ich anfangen? Warte, zusammen. Okay. Mit seiner Boxershort, die ihn 100 Mal größer ist als er. Los. 1, 2, 3. 1, 2. Ozan, mach Liegestützen. Ja. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und jetzt 10 Kniebeuge. Ozan, 10 Kniebeuge. Aber Babari! Los, Ozan. DJ Mädchen ist gar nicht sportlich, er braucht ein bisschen Sport. Warte, nachher, er macht Breakdance. 1. Ozan, runter. Ich schwöre dir, Ozan. Runter, habe ich dir gesagt. So, genau, und hoch. 6. Nächstes Mal kommt eine Flasche drunter. Los, runter. Und hoch, Ozan. 10. Mädchen, lach doch nicht, Mann. Ozan macht alles, aber keinen. Okay, reicht, Ozan, reicht. Neues Spiel. Also, Mädchen. Wer weniger Punkte hat, entweder ich mache Liegestütze, wie du sagst, oder du machst eine Minute Breakdance, ja? Ab jetzt. Komm. Oh nein, Ding. Oh nein! Adi, danke. Alle liken. Tut mir einen Gefallen. Entschuldigung, nicht Ozan, du hast diesen. Ich bin. Der redet die ganze Zeit über Breakdance. Ich kann Breakdance. Ich will sehen, wie du Breakdance machst. Bitte, danke, Adi, danke. Der kann das nicht. Abi. Eine Minute. Und Metin, machst du jetzt fast, du auf Metin ein Schluck Champagner. Alle liken. Nein, ich bin einfach. Trinkst du wirklich gerade Alkohol, Ozan? Nein, oder? Nein, Abi. Okay, Walla jetzt? Ich schwöre, Abi. Was? Das ist kein Alkohol. Guck. Okay. Oh nein, die überträumt man nicht, bitte. Ich bin das Liegestütze macht, Leute, haut rein jetzt. Und warte, nach dem Breakdance? Egal, reden wir danach. Alle liken. Leute, lasst mich nicht alleine, Mann. Haut rein. Wo sollen sie denn reinhauen? In mein Gesicht anhauen. Also, ich hab jetzt anders verstanden. Ja. Leute, alle liken. Hey. Danke. Egal, ich weiß, nein. Ozan und Bangalow, wir müssen mal einen Termin machen und nach Berlin fahren und. Mari, was ist da über Termine? Das ist spontan alles. Tio, danke. Leute, 34 Rosen. Weiter, Rosen, Leute, kommt. Namens zu danken, Leute, 30 Rosen noch, kommt. 20 noch, Leute.